Oh, eine, die wunderschön. So, ich hoffe, man hört mich. Ja. Nach einigen Tagen Pause, wegen weil Schule und Real Life und alles, was dazwischen kommt, melde ich mich mal zurück. Und wir spielen weiter mit Extermination Day. Wobei, ich will euch noch mal ganz kurz was anderes zeigen. Etwas, was ich gestern gefunden habe, was ich persönlich ultra super duper geil finde. Und zwar das hier. Das wird unser zukünftiges Projekt, was ich auch für die Zukunft geplant habe. Ich weiß nicht, ob ich parallel zu dem anderen Ultimate Doom Let's Play machen werde von Project Brutality. Auf jeden Fall ist das hier der nächste große Burn-Shit. Achso, ich muss ja noch bitte Kopfhörer leiser drehen. So entstand Dubstep. So. Okay, wobei dieses. Das klingt jetzt ultra leise. Ne, ich hatte das. Da. Oh, keine Ahnung. Irgendwie so hatte ich das wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt nämlich nicht in meiner Aufnahmeumgebung, sondern das habe ich so gestern ausprobiert. Ein wunderschön geiles, super modernes Remake. Läuft natürlich auch im GZ Doom, aber halt mit 3D-Modellen und das braucht noch etwas länger zum Laden. Oh, ich habe noch was vergessen. Und zwar. Nein. Das. So, okay. Ich präsentiere Doom in voll Virtual Reality Motherfucking 3D. Und zwar richtig hier so mit, ja, Lightning Map, mit Shadow Map, glaube ich, auch bei den Monstern, da gibt es Schatten. Und richtig mit Shadern, wobei ich die Shader deaktiviert habe. Und jetzt ist das doch zu laut, das funktioniert doch nicht. Hat sich das doch so. Oh. Musik höre ich sowieso nicht, warum auch immer. Ja, wie ihr schon seht, alles mit HD-Texturen, alles mit, jetzt seht ihr es natürlich nicht mehr, hier mit 3D-Objekten. Also, kennt ihr ja schon aus Doom for Doom, aber hier ist es wirklich alles in 3D. Also mein nackter Körper, den ich jetzt mal gut, ganz kurz von hinten nehmen kann. Oh ja. Ja. Und auch die angreifen. Und ja, auch meine fucking Waffen sind 3D. Ja, und das ist super geil, super cool und super geil. Und super cool. Und das wird dann definitiv unser nächstes Let's Play. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich habe mich nicht selber gerade nicht wirklich gehört. Ja. Und wie gesagt, das Ding ist halt ultra super super geil. Und weil das halt so ultra super duper geil ist, wird das unser nächster großer Hit, den ich irgendwann mal parallel machen werde. Wo ich den einordne, weiß ich noch nicht, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Extermination Day. Nein, 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 nein. Ja. Nee, ich hoffe es. Pudeldum? Pudeldum? Ja, wir sind bei Pudeldum. War gerade ein bisschen unsicher. Man möge es nicht verzeihen. Doch. Also, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie so nach dem Ultimate Doom von Project Brutality einordnen, weil da sind wir schon fast fertig. Und nee, ich hätte das ja auch so laut. Habe ich meine Kopfhörer zu laut eingestellt oder was? Ne, 10, 10, 5, okay. Du warst doch richtig. Gut, ich mache meine Kopfhörer wieder ein bisschen leiser. Okay, schon besser. Wobei ich jetzt gar nicht höre.
Weiter Text. Wir waren bei Level 16. Das passt. Ja, vorige Map. Vorige Map, habt ihr gemerkt, das war zum Ende hin. Ich will jetzt nicht sagen, ich war genervt, aber ich war schon hart genervt. Habt ihr gemerkt, ich habe auch keine Abmoderation mehr gemacht. Ich habe einfach nur noch aus Ende Feierabend. Weil, wie gesagt, die letzte Map, da, die war halt einfach zu übertrieben. Das hat halt einfach. Nee. Gut, egal. Neue Map, neues Glück. Warum? Oh, Alter, was ist denn hier los? Geht eigentlich, aber ich stocke zu extrem. Ist doch. Hä? Aber was? So. Heilige Scheiße. Erstmal vorsichtig rantasten. Die Map an sich gab es glaube auch schon bei, ja doch, die gab es schon bei der alten Map, also hier bei, also wenn ich von der alten Map rede, dann immer von Brutal Doom Starter Pack, so wie es früher mal war. Hat sich aber doch, glaube, einiges geändert, also looktechnisch sowieso. Keine Ahnung, wie weit es da sieht. Also. Oh, oh nö. Warum ist das fucking Cyberdemon dann? Ist gerade so, als hätte ich die Map schon mal gespielt. Bin ich jetzt behindert? Daran, dass er nicht nur durch den Zaun schießen kann, habe ich. Das hatten wir doch schon mal. Ach so, klar, ja eben. Wir haben Extermination, der schon mit Doom for Doom gespielt. Ich war gerade ein bisschen perplex. Weil kenne ich die Map schon? Gut, dann können wir ihn ja hier auch. Ach so, nee, ich kann ihn ja auch nicht treffen. Hä? Was? Ich kann ihn treffen, aber er mich nicht? No, das macht die Sache natürlich etwas einfacher. Upsala. Was zur Hölle? Wie viel. Was? Wie viel Leben hatte ich denn bitte schön? Oh. Ja gut. Stimmt ja. Die letzte Map war ja auch ein bisschen ja. Chaotisch beim Abgang. Scheiße. Oh klar, kämpfen wir mal gegen Cyberdemon mit 24% Leben und 0 Rüstung. Hier rauf kann ich leider nicht. Das macht schon mal. Oh, ein Düsenjet. Warum fliegen die immer so komisch? Sieht aus, als wenn sie hochkant fliegen würden. Okay, ich muss mich jetzt hier mal. Erstmal gucken, ob es hier irgendwo Rüstung gibt. Ich hoffe, dass ich, wenn ich keinen Lärm mache. Auch nach du Scheiße. Was? Achso. Die schießt ja schon auf mich. Hey, die können nicht durchschießen, oder? Ist jetzt behindert? Bin ich blöd? Ja, die können nicht durchschießen. Oh, doch, können sie. Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht wirklich. Aber gut. Fuck. Der beendet das schon ein Level mit 24% Leben. Ich bin noch kein fucking Speedrunner. Okay, wir brauchen erstmal Leben. Ich renne erstmal durch die ganze City und hoffe, dass mich dieser scheiß Cyberdemon da nicht plättet. Nein, bist du Raketen? Hier gab es irgendwo Leben. Hilfe! Ich will leben! Oh. Ja, können wir auch nehmen. Wow. Aha. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir. Boah, da ist die Spinne. Da sieht sie. Spinne. Archnotron.
Wer erfindet solche Namen? Leute. So, jetzt haben wir schon mal 50% Leben. Da sind auch ganz... Was zur Hölle? Was war das denn jetzt gerade? Oh, ich krieg ihn. Seht im Hintergrund, ich kann jetzt gerade nicht mehr gucken. Da ist ja dieser Panzer, wo der eine mit dieser scheiß Kacke da drauf ist. Ist ja scheiße. Aber wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Und ich würde am liebsten gerne auch diese Rüstung da mitnehmen. Aber hier kann man nicht rauf, oder? Nein. Klappe jetzt auf. Wie kommt man hier rauf? Also. Kann man auf die Wand rauf? Dann müssten wir hier nach hinten gehen, ne? Aha. Weiter rauf kommen wir aber auch nicht, oder? Was? Warum? Was? Was? Oh, wir sind tot, wir sind tot! Oh, Leute, das wird doch nichts. Was soll ich jetzt machen? Ja gut. Aber wir haben da schon mal nochmal Health Pack gefunden. Wenn also einfach das nehmen, was hier ist. Dankeschön. Und dann noch, what the fuck? Das nehmen, was da hinten ist, und hoffentlich, dass uns dieser Bastard nicht wieder abschießt. Das da. So, und dann gehen wir erstmal speichern. Jetzt haben wir immerhin 74% Leben. Ich glaube, man bekommt wir dem Level auch nicht mehr. Das nehme ich auch nochmal mit. Raketen. Nee, lohnt sich noch nicht. Wow, 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 wow. Die wollen mir ans Leder. Kann ich eigentlich Rocket Jump machen? Ich würde hier gerne rauf. Bullshit. Gut. Wir speichern erstmal. Weil mit diesem Leben haben wir schon quasi das gesamte Level gemeistert. Alter. Dieser Cyber Demon, der wird uns so sehr in den Arsch ficken. Das weiß ich jetzt schon. Oh, da ist schon mal Mr. Fat Man. Ja, wie mache ich... Oh, da ist halt jemand. Und wie mache ich jetzt den dünnsten? Kann ich einfach schon... Oha, scheiße. Nein, das Problem ist, der bewegt sich ja auch. Upsala. Das Anvisieren wird also echt scheiße. Ist das eine Kacke? Was macht denn jetzt am dünnsten? Oh, der sind ja schon hier vorne. Also erstmal komme ich nicht weg. Ah, kommt zu Poppy. Geht doch. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen und gucken, wie ich das am dünnsten mache hier. Oh, da ist noch ein bisschen Spinne. Ja, greif ihn an, greif ihn an. Jawoll. Oh, das gefällt mir. Alter, ich trau dem Zaun irgendwie nicht. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Also der Cyberdemon ist jetzt da hinten gefangen. Das heißt, ich könnte jetzt die Gunst der Stunde nehmen und hier einmal rumrennen und mich nochmal auf der Suche nach etwas Leben machen. Ich mach ihn einfach platt, ganz ehrlich, Leute. Ich glaube zwar nicht, dass das was wird. Aber wir machen ihn einfach instant platt. Das geht ja. Wow, daneben gefangen. Ach scheiße, ich krieg auch Schaden. Ich glaube, ich weiß leider, wie das funktioniert. Heißt also, man kann zwar nicht durchschießen, aber der Schaden geht trotzdem durch. Ah.
war schon mal gut. Okay, der erste ist weg. Jetzt kann ich mich schon mal etwas freier bewegen, habe allerdings auch nur noch 20% Leben. Mal wieder. Ach Gott, was mache ich denn jetzt? Das ist alles ein bisschen Bullshit. Dich räume ich doch mal weg. Bam. Das war Bullshit. Wow, wow, wow. Ah. Dankeschön. Oh nein, 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 das wird nichts. Fuck, fuck, du Kacke. Ich habe 8% Leben, das wird doch niemals was. Wo sind denn die? Was zur Hölle? Leute, ich habe die Befürchtung, dass wir ein kleines, aber feines Problem haben. Mit so fucking wenig Leben kommen wir einfach nicht weiter. Da können wir machen, was wir wollen. Das wird doch nichts mehr. Ah, weg mit dir. Bam. So sollte reichen. Sieht gut aus. Ah, Alter. Das wird eine Speicherorgie. So, das muss ich hier hinter. Also, räum ich erstmal wieder weg. Komm, zeig das. Komm, komm. Näher, ein bisschen näher. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Dann sieht schon mal gut aus. Ich räume jetzt mal die hier weg. Dankeschön. Das passt soweit. Da hinten muss ich aufpassen, weil die kann ich definitiv nicht erledigen. Das wäre definitiv zu viel. Aha, hier komme ich drauf. Okay, okay. Dann warte mal ganz kurz. Ich breche mal ganz kurz hier. So, hier ist auch ein Health Pack. Das ist natürlich sehr annehmlich. Na, fuck. 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 Mann, jetzt reicht mir langsam hier. Komm mal rauf. Darauf. So, jetzt darauf. Also, wie komme ich jetzt von hier weiter? Jetzt versuche ich mal. Nee, bringt ja nichts. Bin ich jetzt da hinten rauf? Das wäre richtig abfuck. Wie geht's Ah, wird nichts. Oh, du Kacke. Ich nehme mal die Waffe hier. Ja, komm her! Ha! Perfekt. Warte, dann geh zurück. Ich hatte gerade das Gefühl, meine Arthouse funktioniert nicht. Gut. Ich muss gucken, wie ich auf die Dinge da raufkomme. Na, wieso kann ich... Wieso kann ich an Kanten von Kartons nicht springen? Das ist scheiße. Scheiße. Na nee, es wird nichts. Fuck off. Ach so, was macht denn hier? Hier ist doch auch was. Ich bin ja behindert. Ach komm jetzt. Auf da. So, jetzt bin ich da drauf. Dann gehe ich jetzt da. Mann, jetzt mal. Also, hallo. Da drauf? Ja, scheiße. Oh. Darauf? Darauf? Ach man, du. Wenn es klappt, rutsche ich runter. Wenn es nicht klappt, dann klappt es sowieso nicht. Das ist deprimierend. Ach man, Da hatte ich gerade den einzigen Kubikzentimeter erwischt, bei dem ich springen konnte. Aha. Gut. Das macht Sinn. Da hinten ist keiner mehr, der mir jetzt gerade was Böses kann. Kann ich jetzt einfach rüberspringen oder was? Ah, ich kann hier raufspringen, okay. Alter, ich schwöre, wenn ich hier lang laufe, geht garantiert das Ding da auf. Versucht mal hier lang zu gehen. Das geht allerdings nicht. Ah! Scheiße! Okay, das ist creepy. Das ist kacke. Daddy ist Bullshit. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Boah, Alter, Leute. Komm her. Komm zu Papi. Kommst du, Papi? Nein! Ich krieg einen Ständer. Ich krieg so einen fucking Ständer. So gibt's doch gar nicht. Ist doch nein. Ach Gott. 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 Na los jetzt.
geht doch. Oh Mann! Das ist doch Bullshit! Jetzt komm mal her, du kleiner Arsch! Ich mach dich Döner-Teller! So, wo kommt der jetzt eigentlich her? Was war das denn für Viech? Ach so, er hat wahrscheinlich angelockt, als ich da oben drauf rumgetrunken bin. Weil eben das Problem beim Rumspringen ist, man gerät dort relativ schnell ins Sichtfeld von bösen Viechern. So, jetzt speichere ich hier erstmal. Habe ich. Okay. Gucken wir mal, wo das Ding aktiv wird. Also ich sehe jetzt gerade noch nichts, ne? Na gut, bringen wir es mal herauf. Ist da was? Die blinkt da so grün. Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt hier rüber. Aha. Das funktioniert. Ja, okay, da ist irgendwas. Fuck. Vor allem, wie kommen wir jetzt hier vom Zaun? Am besten gar nicht. Und wie kommen wir jetzt hier vom Zaun zu dem anderen Truck? Ich habe das System immer noch nicht so ganz verstanden. Oh, Alter, da ist irgendwas. Ich bin doch nicht blöd. Aha, okay, ich glaube. Hey, da kann ich wiederum nicht lang. So behindert. Kann ich da oben rauf? Nee, auch nicht. Alter, was ist denn das, ich gerade für ein Kletterspiel? Nee, das wird nichts. Ich falle gleich runter. Ich kann von hier doch gar nicht da hinten hin. Soll ich das denn bitte schon schaffen? Da hinten ein Zaun? Ich sehe da keinen Zaun. Ach Quatsch, nee, das ist der Ausfang, von wo wir kamen. Ist doch behindert. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Na gut. Es wird nichts. Wir müssen es also so überleben. Naja, versuch ruhig. Schaffst du eh nicht, müssten du. Wow. Da hinten ist der Spast. Gut. Ich schleiche mich mal ran wie ein Profi. Und werde garantiert verkacken. Ja. Okay. Alles im Blick behalten, Leute. Alles im Blick behalten. Da ist ein Hotel. Hourly Rates, also stündliche Bezahlung. Also, man muss ja jetzt nicht jede Stunde bezahlen. Das wäre blöd. Da müssen wir jede Stunde wieder aufwachen. Sondern man zahlt stundenweise. Ja, versuch's durch. Kleine Bitch. Ich bin so besser als du. Ich habe dieses Spiel quasi erfunden. Noch meine Tochter wird mich Shooter King nennen. Wo sind die denn alle? Warum so viele? Oh, Alter. Da sind mir ein paar zu viele. Oh mein Gott. Oh, Rüstungsbedrohung habe ich schon mal ausgeschaltet. Oha, da kommt noch einer. Kann ich da noch mehr ran? Aus. Na komm, ganz ehrlich. Sorry Leute, aber ich muss hier wirklich alle paar Sekunden speichern. Sonst wird das hier ein ständiges Reload und Remake und weitere Haushalt gibt es nicht. Das ist Bullshit. Gibt es hier noch was, wo man sich verstecken kann? Nein.
außer das Auto. Die Dinger gehen aber extrem schnell hoch. Der will sich mit also ungern da verstecken. Aha. Jetzt sind sie gerade alle ein bisschen hinter der Ecke. Jetzt kann ich gut schießen. Da kommt einer her. Hallo, wo seid ihr denn? Der war noch gerade 10 Tage. Ach du Scheiße. Der läuft einfach durchs Fenster. Ich glaub's nicht. Was ist los mit euch? Ihr seid doch alle krank. Ja, also das wird jetzt eine Survival Map. Ich hoffe, es kommen nicht gleich wieder irgendwelche Panzer, weil dann breche ich das Level ab. Ganz ehrlich, mit Panzern ist mir einfach nur was so blöd. Ich hoffe, nach der letzten Map könnt ihr es nachvollziehen. Warum? Wow, 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 wer schießt auf mich? Ich bin doch nicht taub. Ach, da hinten. Oh Gott. Oh nein. Da sind ja mehrere. Gut, okay, ich muss erstmal hier sauber machen. Dann kann ich mich nämlich hier verstecken. So. Digga, ich fühle mich hier gerade wie im Krieg. Hallo. Den haben wir. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwo verstecken. Der Pfeiler sieht gut aus. Hinter dem könnte ich mich verstecken. Ich weiß aber gerade nicht, was hier hinter der Ecke hier abgeht. Also einfach rüberrennen wäre Selbstmord. Also annehmbarer Selbstmord. Geht. Problem ist dieser Busch hier, durch den sehe ich nichts. Hä? Was ist denn los? Seid doch alle krank. Also komm zu Papi. Ich wach's mir einfach mal. Boah. Puh. Das war Action. Komm her. Gut. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Art von Spielen gefällt mir am meisten. Das Problem ist nur, ich habe echt Angst, dass hier gleich irgendwelche Panzer oder Cyber Demons kommen. Und der Spaßfaktor damit ein Ende hat. Ganz ehrlich, so wie das hier. So hätten sie ruhig alle City Maps machen können. Dass man sich wirklich so verstecken muss und der sich so langhangeln muss. Wie im Krieg. Perfekt. Digga, ich bin der Erlöser. Oha. Da sind ein paar. Wow. Diese blauen Kisten, die mir Leben bringen sollen, verbauen mir aber leider die Sicht. Oh, das Healthpack. Geile Scheiße. Oha, ach du Kacke. Ach du Kacke. Da kommt noch so ein Dreck. Oh, wow, von da sehe ich sie nicht. Ich muss sie also von hier bekämpfen. Gut, ich versuche mal da hinten zu klettern. Uah. Wer schießt hier? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Na komm. Fotze. Gut, ich hole mir erstmal. Nein, hole ich nicht. Ich gehe erstmal hier hin. Und gehe hinter den Zaun hier. Ups. Gut, hier ist niemand. Das ist gut. Kann ich nämlich das hier schön als
Schießstand benutzen. Ach du Kacke. Warum denn fucking Arschweil? Arschweil. Wobei, ganz ehrlich, von hier bekämpfen ist besser, wie als wenn ich dann reingehe und dann von innen bekämpfen muss. Weil hier draußen kann ich mich frei bewegen. Der Arschweil jedoch nicht. Es ist aber sogar gar nicht mal so schlecht, wenn ich den jetzt von hier aus erledige. Ich hole mir aber vorher trotzdem noch mal das Ding hier. Dankeschön. Ich glaube mal, das habe ich mir richtig verdient. Und speichern. Jetzt haben wir immer wieder 50% Leben. Wir können also wieder ein bisschen auf Risiko gehen. Na komm, ich trau mich nicht. Ah, das war klar. What the fuck? Hey, wieso? Ah, stirb ruhig. Wichser. Ach komm. Was bist du? Nein! What the fuck? Jawoll! Das war gut. Nice. Nice. Das gefällt mir. Okay, weiter. Das Haus haben wir jetzt hoffentlich soweit sicher. Dann gehen wir mal zum nächsten Haus. Da brauche ich die blaue Karte. Das ist, glaube ich, auch der Raum, wo wir zuerst rein mussten. Achso, ich wollte noch hier hinten mal gucken, weil von hier kann man diese Klappe. Von hier kann man dieser eine Imp. Ah. Ach du Kacke. Okay, jetzt weiß ich, wo der Imp kam. Junge. Komm raus. Wow. Okay. Das Witzige ist, der hat keine... Ach du Kacke. Bitch, please. Was? Alter, wow, jetzt haben wir 12 Leben verloren. Das ist Bullshit. Andererseits hier drinnen kann ich ja rein, oder? Jawohl. Wow. Ah, das wertet mein Leben schon mal auf. Kann ich irgendwas kaputt machen? Ja, kaputt machen kann ich, aber es bringt nichts. Das ist ja Bullshit. Warte, ich hab jetzt noch 138 Kugeln. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so sehr. Vor allem jetzt hat einfach nichts gebracht. Na gut, da wollte ich auch nicht viel mehr. 200 Kugeln, Alter. Wir müssen ganz schön haushalten gerade. Gut, ich versuche erstmal hier mit mich durchzumogeln. Wir müssen ja gerade sowieso Survival spielen. Da bringt mir die Pistole wahrscheinlich auch was. Mir fällt gerade was ein. Sehr schön. Jawohl, das gefällt mir. Langsam wird's. Hängen noch mehr Leichen um so rum. Das wäre nämlich echt geil. Dann hätten wir ein schönes Leben. Hier können wir auch rein, ne? Ja. 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 Dankeschön. 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 Hier geht's auch rein, aber hier war eine Falle.
Oder auch nicht. Nee, das wäre eine Ver... Ach komm, ganz ehrlich. Fuck off. Okay, okay. Also jetzt sieht es gerade richtig gut aus. Wir haben 84% Leben. Und 12% Rüstung. Ganz so viel. Oh, da ist ein Imp. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ist hier noch einer? Keine Ahnung. So. Okay. Weiter, wir waren hier. Okay, wartet mal ganz kurz. Wir speichern mal ganz kurz. Und ich beende mal ganz kurz das Play. Weil, wie ihr seht, es ist wieder die Zeit, wo mir die Sonne aufgeht. Und die scheint natürlich volle Kanne. Ich gehe gleich aufs Ganze. Ins Zimmer rein. Na komm. Ja. Nee, ist doch ein bisschen zu hell. Ich mache jetzt mal das. Sollte erstmal ausreichen. So. Und solange bis die Sonne richtig reinscheint, können wir immer noch herstellen. Alter, ich bin schon eine Dreiviertelstunde, wollt ihr mich verarschen? Wir haben von der Map noch gar nichts gefunden, gesehen, erkundet. Na doch, erkundet schon. Was? Achso, das war ich gerade. Da hinten ist ein Miniganer. So, ich gehe mal hier hinter die Hauswand. Ist hier was? Ja. Ich habe da gerade was gesehen. Kann aber auch toter Pixel gewesen sein. Also. Nummer 1 ist tot, es waren aber 2. Also ich sehe von hier aus kann ich auch gleich den Panzer erledigen. Also. Wow. Wo denn? Wow. Ah, da ist ein kleiner Fass, eine kleine Gasflasche. Na komm. Fotze. So, wo ist der Panzer? Hä? War hier nicht irgendwo jetzt der Panzer? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Na gut. Oh, da hinten ist Miss... Was macht die da? Oh. Ah, ich hab sie im Visier. Wow.
Das war gerade haarscharf. Jawoll! Alter! Ich fühle mich hier gerade wie Shooter King. Ich benenne jetzt meinen Kanal um in Shooter King 94. Speichern. Ja, ich würde gerne außenrum gehen, das ist sicherer, da habe ich das Mittelfeld hier besser im Blick. Da hinten ist einer, der meine Hilfe braucht. Gut. Oh Gott, hier geht's ja auch noch weiter. Oh, doch nicht. Ah ne, hier ist eine der Map. Aber schön offen. Seht ihr, bei der einen Map, wo ich gesagt habe, dass es da so kahl aussieht, sowas hätte ich mir da gewünscht. Einfach so, dass man hier nicht weiterkommt. Aber es trotzdem noch so aussieht, wie als wenn die Stadt weitergeht. Dass man, ja, dass es nicht so abgeschlossen wirkt. Ah, Munition. Dankeschön. Gibt es noch mehr? Man weiß es nicht. So, hier habe ich jetzt einen schönen Versteck. Das gefällt mir schon mal. Das da spreche ich mal so. Mhm. Oh. Was denn? Hä? War ich gerade in der Schussbahn von dem Panzer oder was? Oh Gott. Ja, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und ich wünsche, ich hätte ihn nicht gesehen. Das Schöne ist, er ist... Ach du Scheiße, Alter. Ich wollte gerade sagen, er ist schön weit weg. Ich habe alles halt zum Ausweichen, aber Pustekuchen. Der ist hier weg. Da. Ah, er ist weg. Ein paar Treffer und er ist weg. Sehr schön. Und sie haben nur noch 54% Leben. Ich glaube, ich werde aus diesem Survival-Modus nicht rauskommen. Da hinten ist einer. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Los, stirb. What the fuck? Rüstung. Zwei Vorteile. Ich habe Rüstung und ich habe ein Versteck. Oh, und ich habe Leben. Also noch mehr Leben. Oh, Digga. Ich glaube, hier ist gerade Weihnachten. Hier ist Weihnachten. Das gefällt mir. Jetzt habe ich nämlich hier einen schönen Spot, von dem aus ich schießen kann. Und mich aber gleichzeitig relativ gut verstecken kann. Ich will am liebsten den Typen nach Hilfe kommen, aber ich könnte schwören, dass das eine Falle ist. Weil ich weiß nicht, wie die Map funktioniert, weil bei Doom for Doom sind wir hier durchgerascht. Gut durchgewascht. Da haben wir einfach alles und hier platt gemacht, weil wir Glück hatten, dass man, wenn man ein Monster umbringt, und selber dabei Leben bekommt. Wow, 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 wow. Was ist Scheiße? Rein, rein, rein. Fuck. Von wo denn? Aha. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Er ist nicht tot. Ich glaube, ich schieße halt auf den Baum. Kann sein? Ah, fuck off.
Aha. Gut, hier habt ihr auch nochmal einen schönen Spot. Halleluja. Wo? Da hinten, okay. Schon meine an. Gut, hier sieht's ruhig aus. Was ist das für ein langer Name, Alter? Palm Tree E-Determination Decoration Trees. Da kommt doch so ein Name. So, hier waren die beiden Cyber Demons drin, die wir dann zuletzt gesehen hatten. Wow, 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 wow. Oha. Fuck. Komm, stopp halt, geht doch. Wow. Fuck, 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 fuck. Hä? Ich hab doch gerade hier alles gesichert. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich sehe auch gar keinen. Aber irgendwie schießt die auf mich. Oder bilde ich mir gerade nur ein? Gut. Wow. Gut, hier wäre jetzt alles sicher. Dann bringe ich nochmal hier hinten diesen komischen Imp um. Oh, der ist schon tot. Ach, da hinten ist er. Gott, ist der widerspenstig. Alter, wir haben gerade nur noch nahezu gar keine Munition mehr. Na gut, die ganzen Wildkämpfe sind jetzt alle weg, heißt also, jetzt kann ich mich wieder mit der Schrotflinte durchringeln. Nur beim Gegner aus Entfernung umbringen, da bringt natürlich die Schrotflinte absolut gar nichts. Und dann werde ich jetzt erstmal hier unseren Freund befreien. Das hat er verdient. Da ist noch Munition. Danke. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt mal so vor, wie es vorgesehen ist. Halt also zuallererst hier rein. Badam. Badadadadam. Ich hasse es. Was? Na klar, der kommt da rauf.
hab schon die Idee drauf, Junge. Wisst ihr, was ich nochmal gucken wollte? Wir rennen von ganz weit weg. Und warten, bis er die wieder bei uns spawnt. Wo ist der Typ jetzt? Der müsste eigentlich irgendwo wieder respawnen. Irgendwo dann in meiner Nähe. Je weiter ich weglaufe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Aha. Wieso sehe ich jetzt von dir nicht mal die Anzeige? Ist doch egal. Ich habe durch die Vermutung gehabt, dass wenn diese Dinger sich zu mir teleportieren, dass dann ihr Status praktisch komplett erneuert wird, halt dann wieder volles Leben. Das praktisch, wenn sie sich selbst teleportieren, ihr Zustand nicht mit teleportiert wird, sondern einfach der alte Charakter gelöscht und der neue Charakter erstellt wird. Hallo! Ich wollte gerade nur Bescheid geben, dass ich da bin. So, hier sollten mich alle kennen. Die Zebra ist alle tot. Was ist hier los? Bark. Bark. Oh, nö. Komm mal her. So, das hätten wir. Dankeschön. So, hier kommen wir wieder hoch. Sehr nice das Ganze. Dankeschön. Fuck. Sollte ich da hoch? Ich weiß nicht. Zumindest gibt es da oben Leben. Ich gehe also mal da hoch. Da. Muss ich 5-mal drücken, damit ich einmal hoch kann. Aha. Hierfür war das also. So. Hier kann ich rauf, da kann ich da rauf. Jetzt? Kann ich da hinten rauf? Ja. Und jetzt? Hier oben gibt's was, aber ich komme da nicht hin. Ah. Ich bin verwirrt. Warte, muss ich irgendwie wo rauf? Aha, ja. Da.
So, speichern ganz kurz. Dann geht erstmal dahin. Bam. Und jetzt geht nach hier und bam. Perfekt. So muss das sein. So, hier waren jetzt glaube ich wieder Imps. Quatsch, diese roten Viecher. Jawohl. Perfekt. Danke. Danke. Also was das Leben angeht, lass doch die Toiletten in Ruhe. Was das Leben angeht, sieht wieder relativ gut aus. Oh, jetzt habe ich immer diese scheiß Wasserfläche im Hintergrund, du Arsch. Jetzt muss ich die Aufnahme neu starten. Uah. Komm her, komm. Na los, geh doch da. Geh doch da, wenn du schon alle abschießen möchtest. Mein Gott, wie soll man mit so einem Vollidioten hier Survival spielen? Der lockt die ja regelrecht an. God damn it. Ja, da findet man in solchen Dingern nichts, ja. Das hat irgendwie was droppt oder sowas. Weiß nicht, die Playstation oder so. So, hier hat man ja alle umgebracht. Hier gab es ja keinen mehr. Ah, das sieht gut aus. Ach, ja, das war da das. Gott, wo war das jetzt? Müssen wir nach links oder nach rechts? Ich weiß es nicht mehr. So. Hier konnten wir hin. Aha. Oh, hier ist noch ein Raum. Ah, hier ist Leben. Nice. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Wir gehen jetzt hier hin, glaube ich. Quick save over your game. Ach, warum nicht, ne? Ach so, hier waren ja auch noch so die Viecher. Fuck. 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 Na komm. Geht doch. Digga, ich hab meine ganze Rüstung verloren. Nicht so richtig. Nein, ich bin wieder auf dem Dach. Ich wollte nicht auf dem Dach. Hier gibt's doch nichts. Hier gibt's gar nichts. Ah, das war falsch. Fuck, ich hab mich gespeichert. Oh, Mann. Das reicht ja leider. Oh gut, wenigstens habe ich diesmal keine Rüstung verloren. So, jetzt wollen wir. Jetzt speichere ich mal ganz kurz. So, wir waren jetzt gerade links, also müssen wir jetzt nach rechts. Ah! Stimmt, weil hier noch gar nicht auf der Brücke drauf, fällt mir gerade ein. Wer schießt hier gerade auf mich oder wird überhaupt auf mich geschossen oder schießt meiner? Also mein Kollege hier. Oh. Oh. Komm, geh zu. Scheiße, geht nicht mehr zu. Hallo, schieß. Schieß doch. Schieß. Schieß. Was machst du denn? Junge, du stehst mitten in der Zielscheibe. Na gut, dich schießt du sehr ruhig ab. Ich hab's nur auf mich abgesehen. Weil ich hätte ihn auch sehr. Vollidiot. Arschloch. Danke. Oh! Nice! Nicey-dicey. Hä? Ich habe mal wieder 400. Lol. Habe ich jetzt gerade hinbekommen oder hatten wir schon mal aus Versehen so Dinge hier aufgenommen? Hier hinten zum Beispiel. Da haben wir ja so einiges aufgenommen. So wie es klang. Okay. Oha. Nein. Oh ja, mach du die mal leer. Leer war ich schon. Alle. So, hier gibt's nichts mehr. Schade eigentlich. Hier unten geht direkt runter. Was schießt denn hier? Oh! Ach du Kacke. Da unten ist der Betrieb. Haben die einen Betriebsrat gegründet oder was? Ach du Kacke. Scheiße, was schießt denn hier? Fuck! Ach, da hinten. Stimmt ja, da gab es auch noch welche, die hier einen auf... Oh, fuck, Alter. Oh, Mann, ich gibt's doch gar nicht. Was macht ihr jetzt hier? Hallo? Geh doch. Das gibt's doch ja nicht. Ach, Leute.
Ach Leute, wenn ihr wüsstet. So, unten sind jetzt wahrscheinlich wieder auf die Viecher gespawnt. Zumindest habe ich da gerade eine Spinne gesehen und noch einerlei gedönst. Ja, da irgendwo ist noch ein Revenant. Ah, die gesamte Hölle sieht gerade auf uns herab. Was ein Scheiß. Wo ist die Spinne von gerade eben? Oh! Wo kommt das jetzt her? Wow, wow, wow! Oh, von da! Okay. Okay. Macht das am dümmsten? Ich sollte am besten runtergehen. Aha. Oh Mann, das ist doch gar nicht. Wo ist denn die scheiß Spinne? Gut, Spinne ist weg. Wenn ihr fragt, warum ich so scheiße spiele, weil ich gerade schon wieder nicht sehe. Ach komm, bis da. Die Sonne kommt nämlich langsam jetzt richtig rum und drückt bei mir wieder ins Zimmer rein. Deswegen wollte ich erstmal ein Stückchen Kaffee trinken. So, und dann Prost. Hä? Was ist das? Page Graphic doesn't das hier. Ne, ich mach dich gleich mal tot. Gut. Okay. Also ich glaube, das ist das längste Let's Play, was ich. Also das längste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Wow, was war das denn jetzt gerade? Hä? Nicey Daisy. Hallo. Gut, ich muss hier wieder runter, weil von hier oben kann ich keine Viecher umbringen. Was? Nein! Mein Freund ist tot. Ich hab genug. Oh. Ich glaube, unter mir waren welche. Krieg ich keine Boni? Ah, endlich. Wow, das ist aber viel. Du Scheiße. Ich dachte, das wollen wir jetzt alle aktiviert. Fanden wir nicht. Okay, ich muss also da hinten auf die Brücke. Oh, scheiße, es gibt auch noch eine Spinne. Hey Leute, Spinnen müssen leider alle sterben. Weil diese scheiß Plasma, die sie da verschießen, ist einfach zu stark. Das funktioniert bei unseren derzeitigen Lebensstatusanzeigen, also bei unserer aktuellen Position, also Status, definitiv nicht zufriedenstellend. Wow, das halt. Fuck. Oh, Alter, drei Stück? Habt ihr gesoffen? Alle drei weg? Ja. Digga, wer findet denn so eine Kacke? So. Haha. Ja, lass mal das hier.
Was? Och Mann. Oh Gott, Alter, wie viele gibt's denn von denen? Oh oh. Yay. Ach, Scheiße. Ich bin am Arsch. Leute. Ach, Scheiße, Alter. Oh, Mann. Nein. Wo bin ich jetzt hier? Hallo? Was? Och Mann, ich hab alles gespeichert. Das ist so traumatisierend. Fuck, seit am Tier alle sind auch noch da. Ach du Scheiße, wo kommt der jetzt her? Alter, das gibt's doch gar nicht. Wo kommt denn jetzt dieser Kack? Fucker her. Ja, ich nenne ihn jetzt Fucker. Keine Ahnung, wie er wieder heißt. Archweil. Wo kommt der Arschweil? Arschweil. Das ist doch ein Arsch. Alter, das gibt's doch gar nicht. Hä? Alter, wie weit kann der Bastard zielen? Was? Ich hab ihn noch nicht getroffen? Geht doch. Ach Leute. Wow. Das ist Bullshit. Gott, gehen wir nach hier. Speichern mal ganz kurz. Ich hoffe einfach, dass der Bereich jetzt hier sicher ist. Weil die haben von da unten keinen Weg nach hier oben. Das hier ist die einzige Auf- und Abfahrt. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es hier sicher ist. Und ich hinter mir auch noch welche Monster spawnen. Weil das wäre müde gesagt. Echt unfair. Dankeschön. Oha. Wo sind denn hier jetzt für einen roten Riesen? Seit wann können die Dinger auch horizontal sich ablenken? Also, damit ihr gerade wisst, was gerade mein Problem ist. Diese Raketen, die können normalerweise bei Vanilla Doom nur zur Seite lenken. Heißt also, wenn die schräg nach oben schießen, dann schießen die auch immer schräg nach oben. Selbst wenn man sich selber gerade bewegt und fliegt damit über einen drüber. Aber bei Brutal Doom, bei der neuen Version, können die scheinbar ja sich jetzt in alle Richtungen ablenken. Ach du Kacke, das macht ja meinen gesamten Plan zunichte. Oh Gott. Dann müssen sie weg. Sorry, aber dann müsst ihr weg. Dann ist er. Ja, wir die können so. Ach du Scheiße, ich bin tot. Hallo. Alter. Sie müssen so schnell wie möglich weg. Und zwar alle.
Was ist denn jetzt? Hallo? Nicht zu wissen, wo der Feind ist, macht mir gerade ein bisschen Angst da hinten. Oh, da ist noch einer. Wie lange lebst du eigentlich? Was willst du hier? Arschloch. Ich hole mal ganz kurz das Ding hier. Danke. Oh. Alter, ich war schon komplett leer. Scheiße. Oh. Fuck, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Bitch. Please. Vielleicht hätte ich schon früher mal mit meinen Raketen kämpfen sollen. Die Waffe ist fast leer. Meine Truppe ist komplett leer. Ach du Kacke. Ach du Kacke, da ist ja noch einer, Alter, sag mal. Wie die Kanickel hier. Wie die fucking Kanickel. So, gibt es hier noch mehr? Ah, will doch irgendeiner auf die Fresse? So, ich habe jetzt die blaue Karte. Achso, ich kann ja hier noch rein. Ich habe jetzt die blaue Karte, das heißt also. Ich kann jetzt die in diese komische Tür da rein. Na komm auf. Ach Mann ey. Ja da. Ha. Hätte mir das ein Secret sein können. Achso, ich kann auch so rüber. Ha. Hab ich nicht gewusst. Ha. Ich weiß zwar nicht, was eine Waschmaschine mit einer Rüstung zu tun hat, soll ich mir die Waschmaschine jetzt hier anziehen oder was? Also ganz ehrlich. Dankeschön. Willst du noch was? Nein. Leute, ich brauche Rüstung. Und zwar, Quatsch. Munition, und zwar ganz viel. Aha. Sowas schmeißen Leute also weg. Interessant. Na gut, andererseits, gerade Länder wie Amerika, die haben so viele Waffen, da sind Waffen quasi Abfallprodukte. Ach. Auf deiner Sniper ist ein Staubvogel drauf. Brauchst du nicht abwischen. Kauf dir einfach eine neue. Schmeiß die alte weg. So. Kann ich hier nicht drauf? Ja, das heißt also im Notfall kann ich das Ding hier tatsächlich als Waffe benutzen. Das Problem ist nur, dass mir diese Waffen leider keinen Schutz bieten. So, was war hier? Hier konnte man ja auch irgendwie rauf, oder? Da war nichts. Gut, ich weiß noch ganz kurz. Denn ich gehe irgendwie davon aus, dass das Ganze eine Falle ist. Ach ja, das war ja das mit diesem komischen Umraum da. So. Genau das. Wenn hier einer stirbt, dann du. Gibt er noch? Nein. Das war der Raum mit der Munition, genau. Das ist schon mal sehr gut. Oh, gut, brauche ich jetzt allerdings nicht. Ich habe ja gerade 100% Leben. Na komm.
Alter, jetzt ist schon wieder meine Schrotflinte nahezu leer. Dort ist echt Bullshit. Also ich habe gerade gefühlt 5 Bilder pro Sekunde gerade gehabt. So, das war's hier. Dann gehe ich jetzt in den Raum mit dem blauen Tor. Da geht es jetzt glaube ich weiter. Obwohl, hier ist auch noch was. Kann ich hier auch noch mal reingehen? Bullshit. So, also ja, jetzt mal meine Pistole hier einheizen. Hier ruhig ein paar Secrets verstecken können, Arschlöcher. Kein einziges fucking Secret. Oh, da ist Munition, das gefällt mir sehr. So, Waffen sind auch alle klar. Sehr schön. Was? Oh. Hat sich doch nicht nachgeladen. Hä? Das geht doch eigentlich immer automatisch nach. Oder habe ich die Waffe gewechselt, bevor er nachladen konnte? Das wäre natürlich Bullshit. So, hier ist es. Wenn ich glaube. Ja. Wie ich den zerlegt habe. Na komm. Hallo? Oh, Alter. Naja, ich hasse meine Munition zu verschwenden. Ah. Gut, das nehme ich nicht, das ist eine richtige Verschwendung. Ich brauche Schrotflinte, Leute. Schrotflinte. Okay, das hätten wir. So, weitere Viecher kamen mir offensichtlich nicht hinzu. Ach, hier waren zwei. Ich hätte zwei retten können. Lol. Wow. Beide tot. Es gibt keine kommen mehr. Okay, jetzt kommen wir langsam in den Hauptbereich der Map. Heißt also... Da hinten. Ah. Schau mal einer an. Komm einer, guck. Aha. Danke. Gibt es zufälligerweise noch mehr? Ich brauche Schrot. Ihr Bitches. So, hier müssen wir jetzt rein. Ich guck mal ganz kurz, ob da irgendwo Schrot rumliegt. Gut. Dann holen wir mal. Alter, dieses Let's Play geht schon 1,5 Stunden. Also denke ich zumindest mal. Weil ich habe glaube um 7 Uhr angefangen. Das heißt also, jetzt ist es halt 9, ne? Kann natürlich sein, dass ich mich irre und dass das Feld schon 3 Stunden geht. Man weiß es nicht. Na komm, geh hoch. Boah, gerade so gereicht, Alter. Scheiße. Jawohl! Was sehen meine Augen denn da? Da! Danke! Danke! Hier gibt's gar nichts. Schade eigentlich. Oh.
Interessant. Gut, dann versuche ich jetzt mal lieber wieder ein bisschen von der hier zu nehmen. Weil da liegt ja eine ganze Menge Munition rum. That makes sense. Oha. So, hier waren jetzt glaube ich ein paar stärkere Monster hinter. Oh. Ein paar stärkere Monster, Digga, das ist der Inbegriff, der stark. Na los! Dammit! Ach, hier muss ich rüber. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Oder vorgestern. Oder vor 3 Jahren. Gut, das reicht erstmal. Ja, da muss ich hin. Dann wollen wir mal speichern. Und jetzt hat es überjumpen. Oder? Kannst du schon überjumpen? Ich weiß es nicht. Aber doch, sieht so aus. Okidoki. Fuck. Also kann ich gespeichert. Na los. Ah, du Scheiße. Aha. Dankeschön. Na komm, einmal rein. Dankeschön. Diese Stühle, Alter. Die halten ja gar nichts mehr aus. Die Stühle, auf die man sich nicht draufsetzen kann. Oh, hier war jetzt wieder mit dem Dings der Bumster. So. Und das kommt aber wenn er dran. Jawohl. Haha. Das geht nicht. Alter, ich brauch die Schrotflinte dafür. Wow. Jetzt habe ich nur 2 Schüsse gebraucht dafür. Dann habe ich mindestens 5 gebraucht. Das war ja nicht so unfair. Och, du Kacke, da noch einer, da ist noch einer. Holy moly! Bam! Bam! Hallo? Natürlich nicht. Na gut. Boah, Alter, hier siehst du, jetzt wollte wieder 50. Hä? Hallo? Boah, Alter, nee, ist ja... Warum gibt es da so eine Unterschiede? Ich verstehe das nicht. Hä? Das soll mir jemand erklären. Ich verstehe das nicht. Und ja, ich sammle diese Dinger später für das Endlevel von dieser Bereich hier. Wo man da wieder im Graben ist. Fuck. Ich verstehe das nicht. Mal muss man nur einäugigen, zweimal schießen. Also einmal pro Stufe praktisch. Aber nächstes Mal muss man 6-mal schießen, damit man diese komischen Raketen da bekommt. Ich
Tja, der Überraschungsmoment war wohl nicht auf deiner Seite, gell? So, hier braucht ihr nicht runter, das war bloß für unten. Ich gehe aber trotzdem mal runter. Gott, Gott, da geht das viel. Nee, nee, komm. Das ist mir zu viel Fallschaden. Alter, 30 Fallschaden. Da ich lieber ordentlich die Treppe runter. Das macht da, denke ich, mehr Sinn. Da ist niemand. Gut, ich gehe mal wieder hoch und springe jetzt über den Truck. Das ist jetzt meine nächste Aufgabe, soweit ich weiß. Genau. Okay, gut, dann wollen wir mal, wo ist der Truck? Da. Oh, Alter. That make no sense. Kann ich da rauf springen? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Oh, nee. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Na. Geht doch. Ist auch wieder massig falsch, aber gut. Och nö. Okay, ich werde wieder, auch wenn ich auf dem Truck bin, erstmal wieder abspeichern. Oh Gott. Ist das behindert, Alter. Ist das behindert. Dieses Sprungsystem müssen sie echt anpassen. Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Habe ich hier gerade eben gemacht? Ah, komm, vergiss es. So, ich mache jetzt noch 3 Versuche und dann fliege ich wieder rüber. Wow. Alter, wie muss man denn hier springen? Alter, komm mal runter. Der war gut. So, letzter Versuch. Komm, okay. Fly. Siehst du, und sowas verdirbt dann wieder dem Spaß. Jetzt bin ich gerade schon wieder so in diesen Modus. Weil einfach keinen Sinn macht. Das ist einfach so, ja. Na gut. Hoffen wir mal, das war die einzige Engstelle hier in dem Level. Quick Save, ja. So, hier unten hat man schon alle Gegner erledigt gehabt. Genau. Oh. Ich korrigiere fast alle. Hallo. Ein bisschen Sprungschwert kriegen wir hier auch. Den haben wir auch erledigt. Oh. Kriegst du gerade die Kühlsprungschwert? Nee, das brauchen wir nicht. Alter, einfach diese Stühle, wie schnell die einfach kaputt geht. Okay. Wobei, nee, ich mache die Spinne draußen lieber mit den Dingern hier kaputt. Hä? Bin ich auch falsch? Bin ich auch falsch. Wo gehst du denn raus? Hier? Ja. Oh, hier sind nur noch mehr Raketen. Okay. Willkommen in der Schlacht. Wow. Fuck, ich bin Wagen. Ich bin meine Tür rein. Junge, Tür! Mist. Okay. Wie genau soll ich das jetzt machen? Hä?
Fuck. Was für Bullshit. Ach komm. Das gibt's doch gar nicht. Ach komm. Na. Ah. Wie war das am dümmsten? Ich hab keine Ahnung. Also kann sie auch die Tür öffnen oder was? Ach Mann, ey Leute. Warum werde ich aus dem Spiel immer nicht schlau? Mann, du bist aber nicht so schnell, Junge. Ach komm, Mann, nein, 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 nein. Na los, 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 beweg dich. Wow. Fuck. Kommt man auch nicht hoch? Kommt man auch nicht durch? Ah. Das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn, Leute. Ich hasse Arena-Kämpfe mit fucking unfairen Gegnern. Gut, muss ich erstmal immer warten, bis sie die Tür aufmacht. Ah, Leute, Mann. Na komm. Oh Gott. Na los, los, komm, komm. Komm. Das ist ein Trauerspiel hier. Ach Leute, das ist so zäh einfach. Ich kann nichts anderes machen, als jetzt hier warten. Geht doch. Ach Leute, sowas hasse ich wiederum. Das ist einfach nur öde. Die Map hat so gut angefangen. So gut. So gut. Und jetzt guckt, was aus der Map geworden ist. Na gut. Die ist zumindest immer noch wesentlich besser als die Map davor. Ups, wo bin ich jetzt hier gelandet? Hallo? Danke. Kann man hier eigentlich was gucken? Nee, ne? Nee, gibt's gar nichts. Schade eigentlich. Mindestens gibt's hier keine fucking Panzer. Weil das hätte jetzt die Map einfach komplett verkackt. Aber so geht's ja noch. So, da ist der Schalter. Ja. Wir haben jetzt die rote Karte bekommen. Gut, das heißt, wir müssen nach da hinten.
Heißt also, wir sind jetzt da. Wir müssen erstmal geradeaus und danach links. Geronimo! Da seht ihr, weil wir vorhin schon alles schön aufgeräumt haben, dauert es jetzt wesentlich kürzer. Nee, bin ich falsch. Ach, da geht es um Secret rein. Nein, das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen. Ach, klar. Bei unserem Startpoint. Das Ding da. Da, diese rote Tür. Da müssen wir jetzt hin. Gut. Raketen sind voll. Das ist gut. Weil hier brauchen wir einige Raketen, so wie ich das in Erinnerung habe. Okay. Ich werde erstmal gucken, ob ich hiermit klarkomme. Oh, gar nicht nachgeladen. Warum habe ich überhaupt... Dran gezweifelt, dass das scheiße wird. Dass es nicht scheiße wird. Was? Alter, wie lange muss ich denn gerade... Wie lange musste ich denn gerade schießen? Wow. Ich bin begeistert. Dankeschön. Ich war gerade schon wieder extrem. Fuck. Oh, da brennt ein Auto. Ob das nun gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Dankeschön. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir noch einen Gegner. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Perfekt. Perfekt. Gut. Das hätten wir. Dann gehen wir jetzt noch mal rein und gucken, was hier drinnen abgeht. Gar nichts. Oh doch. Ist hier was? Nein. Aha. Dankeschön. 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 Na, das war gar nicht mal so schwer. So, jetzt muss ich hier wieder beim ersten Mal reingehen gegen alle auf, ne? Ja. Hallo, hallo. Oh, kommt alle raus, kommt alle raus. Alle schön brav rauskommen. Das wird ein der Baum jetzt nicht mehr da, jetzt ist er da. Hat er glaube ich schon mal gehabt, oder? Achso, das ist bei allen Bäumen so. Na gut. Bam. Bam. So, na komm. Nee. Na, 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 na. Bam, bam. Wow, 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 Leute. Keine Gewalt am Arbeitsplatz. So bekommt ihr keine Gehaltserhöhung. Oh, sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, hab ich ja schon alles. Hab ich eine Kettensäge? Ja, hab ich. Gut, dann säge ich nämlich jetzt mal die ganzen Dinger hier ab. Hab ich schon. Ach schau mal, mit den Dingern kann ich das auch machen. Wow. Dann habe ich ja die ganzen Code-Dinger ganz umsonst verbraucht gehabt. Weil ich weiß nicht mehr wo, aber doch, das war doch auch Brutal-Doom, oder? Ich hatte nämlich mal bei der älteren Version wahrscheinlich, dass ich sie hier mit zweiter Sieg bekommen habe, da aber nicht diese Waffen bekommen habe, die ich doch so gerne brauche. Die ich gerne brauche? Nee, die ich brauche. Und gerne hätte, so rum. Okay, wir haben 8 von diesen Dingern, heißt also, wir haben alle abbekommen. Das ist gut. Dann können wir jetzt nach oben und die oberen Gegner nämlich mit dem hier zerstören. Das macht die Sache hoffentlich einfach. Bam. Danke. Es wäre besser, die Hintern zu benutzen. Da habe ich nur eine Seite, die ich betrachten muss. Ach, bitte Ruhe.
Sorry, war gerade abgelenkt, musste gerade eine Fliege aus meinem Kaffee holen. Also eine Obstfliege. Hahaha. Oh, das gefällt mir doch. Die brennen ja alle. Holt den Feuerlöcher. Oh, das macht ja Spaß. Nice. Wow. Ich darf nur nicht so nah rangehen, sonst flambiere ich mich damit noch selber. Alle weg, alle weg. Ich mag die Zombies. Die rennen noch schon lange rum, wenn sie brennen. Guck mal, wer sich rumquält. Oh, ist das nicht süß. Oh, ich wünschte, ich wäre als Kind auch verbrannt worden. Fuck. So, sonst sind hier keine mehr? Okay. Uah. Ja, bei dem müsst ihr aufpassen. Die rennt zwar auch rum, aber die rennt zu euch. Okay, das hätten wir. Jetzt kommen die da dran. Da weiß ich nicht, ob das reicht. Deswegen speichere ich das halt nochmal. Nee, das reicht nicht. Oh, alter Scheiße. Alter, die haben mich ja komplett gegrillt. Okay. Was ihr wollt, könnt ihr haben. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Ich bin doch behindert. Das hier ist doch die klassische Variante. Na komm, so. Na 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 na, alle tot. Wow. Genau so muss das. Als andere wäre echt Verschwendung. Tada! Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Danke. Achso. Da bin ich bereits voll. Ist ja toll. Achso. Habe ich scheinbar auch schon. Ja, lohnt sich, kann man machen. Das geht auch. Schrotflinte habe ich scheinbar schon. Ja doch. Oh, Alter, ey, wir sind mal wieder munitionstechnisch voll. Ich glaube es nicht. Und wir spielen schon seit mindestens 2 Stunden. Ich glaube es nicht. So lange wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Aber gut. Also, doch schon, aber jetzt nicht für eine Map. Wobei, nee, so lange wollte ich eigentlich allgemein nicht spielen. Ich wollte erstmal nur eine Stunde spielen. Aber gut. So ändern sich die Zeiten. Okay, ab nach unten. So, soll ich die ganzen Dinger hier einsammeln? Hat ja perfekt gereicht. Wow. So, jetzt muss ich hier wieder. Dankeschön. Und hier die restlichen. Okay. So, jetzt muss ich zur gelben Tür. Quatsch, halt, nein. Das da. Gibt es hier noch irgendwo Raketen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja doch, klar. Oh. Ich glaube, irgendwo sind irgendwelche Leute, die mich irgendwie nicht mögen können. So, hier oben gab es nämlich noch Raketen. Genau hier. Ach du Kacke. Das Schöne ist, der Typ kann mir egal sein, weil ich kann jetzt direkt einfach nach unten gehen. Und das war's. Bye bye. Okay. Leute, die Map hat echt lange genug gedauert. Von daher
würde ich mal sagen, ich kann diese Datei überhaupt hochladen, sonst muss ich sie teilen. Ich weiß es gerade gar nicht. Sie wird auf jeden Fall verdammt groß und lang. Quick Save over you. Ja. Alter, ist das ist. Nein, Alter. Achso, siehst du, ich hätte da gucken können. Weil hier oben haben wir eine Zeit. Hätte ich mal gucken. Da oben. Hätte ich mal gucken können, wie lange wir schon aufgenommen hatten. Bullshit. Na gut. Okay. Wie dem auch sei. Das war's auf jeden Fall mit der Map. Ja. Ich kann nicht mehr. Okay. Ciao.